Hallo zusammen zu einem kleinen Tabletop-Simulator-Tutorial. Heute gucken wir uns mal ein Thema an, mit dem ich am Anfang auch ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Und damit ihr euch die Sucherei spart, denke ich, ist das ganz cool, wenn wir uns das zusammen hier mal anschauen. Und zwar geht es darum, wenn ich jetzt mein Spiel habe, zum Beispiel Saga Ehre der Magie, aber mir fehlen passende Figuren. Wie komme ich denn an die Figuren ran? Und vor allem, wie bekomme ich sie auf passende Bases? Und genau das schauen wir uns in diesem Video an. Starten wir mal mit der Beschaffung von passenden Modellen. Wir erstellen uns einfach mal ein Spiel und gehen dann auf den Workshop. Über die grüne Browse-Taste haben wir die Möglichkeit, jetzt in den Steam Workshop reinzugehen und landen hier gleich im Abschnitt Tabletop Simulator. Unser bester Freund ist die Suchfunktion. Denn wir sehen jetzt hier schon, dass zum Beispiel für Warhammer Fantasy Sachen angeboten werden. Aber ich empfehle euch immer, geht mal über die Suchfunktion. Und Warhammer Age of Sigmar zum Beispiel wäre ein passender Suchbegriff, um Modelle zu finden. Da werdet ihr allerhand finden. Ihr müsst hier nur aufpassen. Es gibt da viele, viele Sachen, wo einfach nur Bilder genommen wurden und auf irgendwelche Bases gestellt. Zum Beispiel hier bei den Tomb Kings. Also das sind wirklich nur Grafiken auf Bases, ist also zweidimensionale Figuren. Das ist nicht ganz so schön für einen Tabletop-Simulator. Da findet ihr auch schönere Sachen. Aber da sucht ruhig mal durch. Was ich euch empfehlen kann, ist der Suchbegriff nach dem Spiel Kings of War. Denn dort werdet ihr richtig, richtig viele tolle Miniaturen finden, die ihr vor allem für Saga Ehre der Magie ganz hervorragend verwenden könnt. Mit ein bisschen umbauen, aber das gucken wir uns gleich an. Ihr seht jetzt hier, wir haben schon ganz viele Ergebnisse entdeckt. Es gibt die einzelnen Armeen hier drin, es gibt aber auch für die gute und böse Fraktion sozusagen richtig große Sammlungen. So, wenn ich die haben will, dann gehe ich da einfach rein und klicke auf den grünen Abonnieren-Button. Bei mir ist der jetzt schon abonniert, ich könnte es jetzt nur deabonnieren, das möchte ich natürlich nicht, aber da findet ihr die Taste, die ihr braucht. So, wenn ihr das habt, könnt ihr zurück in den Workshop gehen und hier ganz einfach dann das, was ihr euch jetzt abonniert habt, laden, indem ihr einfach darauf klickt. Das machen wir jetzt mal mit den Good Factions von Kings of War. Das ist jetzt eine sehr, sehr große Datei, wird also je nachdem, wie stark euer Rechner und eure Internetkapazität ist, eine Weile brauchen. Und ihr seht, hier laden jetzt schon verdammt viele Modelle. Aber das ist ja auch genau das, was wir haben wollen. Eine große Auswahl an Modellen. Und die haben wir hier. Und das sind vor allem auch ziemlich, ziemlich schicke Modelle. Für jeden Geschmack was dabei. Zwerge, Menschen, Elfen, berittene Figuren. Tolle Sachen. Die Schwierigkeit ist, wenn wir jetzt davon einzelne Modelle für Saga zum Beispiel haben wollen. Denn wenn ich mir jetzt dieses Modell schnappe, dann seht ihr, dann hängt da dieses komplette Regiment dran. Das ist natürlich für Saga völlig unbrauchbar. Da müssen wir uns also was einfallen lassen. Das, was wir brauchen, sind Bases. Und Bases kriegen wir natürlich auch im Steam Workshop. Und da kann ich euch den Suchbegriff FES mal ans Herz legen. In dem Fall FES Base. Und dann kommen hier schon allerhand Suchergebnisse raus. Und wir brauchen das hier oben links, das Tiles and Model Bases Paket. Der FES hat noch ein paar andere Sachen. Da könnt ihr auch gerne mal durchstöbern. Da findet ihr bestimmt auch noch ein paar tolle Modelle. Aber jetzt wollen wir uns hier mal auf die Bases konzentrieren. Genau wie wir es eben mit Kings of War gemacht haben, abonnieren wir das jetzt einfach. So dass wir es dann im Tabletop-Simulator in unserem Workshop wiederfinden. Auch das können wir jetzt einfach laden, dabei verschwindet jetzt aber erstmal die Modellauswahl. Ist aber nicht schlimm. Und wenn alles geladen ist, sieht das dann so aus und wir haben eine große Sammlung von vielen, vielen tollen Bases. Da suchen wir uns jetzt einfach eine schöne Base für unsere Armee von aus. Ich nehme jetzt mal diese hier. Und dann kopieren wir uns die oder speichern uns die ab. Kopieren können wir sie mit STRG und C, wenn wir mit der Maus drüber hovern. Wir haben aber auch die Möglichkeit mit Rechtsklick
Copy, sie sozusagen in die Zwischenablage zu kopieren. Oder wenn wir sie generell speichern wollen, machen wir einfach einen Rechtsklick, Save Object, geben dem Ganzen einen Ordner, wenn vorhanden, ansonsten auf jeden Fall einen Namen. Ja, wenn man schreiben könnte, dann würde das auch schneller gehen. Und dann gehen wir einfach auf Save und haben uns die Base quasi gespeichert. Dann können wir jetzt zurück in unsere Armee-Modellauswahl gehen, zum Beispiel eben diese Kings of War-Geschichten. Ich nehme jetzt mal nicht die große, sondern nehme mal eine kleinere Version, und zwar nur die Zwergenarmeen. Denn da haben wir rechts unten auf dem Spielfeld ein bisschen Platz, um da zu basteln. Ja, und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Auch hier haben wir natürlich das Problem, dass wieder alles in Regimentern zusammenhängt. Das ist für ihre Demagie nicht sehr tauglich. Aber wir haben uns ja jetzt eine neue Base gezogen. So, wir gehen jetzt mal über die Variante Saved Objects. Ansonsten könnt ihr natürlich einfach mit Steuerung V jetzt auch das, was ihr in der Zwischenablage habt, reinlegen. Und jetzt haben wir hier die Base. Ich habe die Möglichkeit, jetzt reinzuziehen. Oder ich klicke einfach nur drauf. Dann spawnt sie in der Mitte des Tisches. Ihr müsst mal gucken, je nach Workshop-File, je nach Tisch funktioniert mal das eine, mal das andere besser. So, die Base an dem Tisch jetzt wird auch automatisch in einem Raster angeordnet. Das ist jetzt erstmal gar nicht verkehrt, denn das hilft uns gleich, die Modelle richtig zu zentrieren. Wenn wir das jetzt mal mit den Zwergen vergleichen, fällt auf, dass die Base ein bisschen groß ist. Aber auch das lässt sich ganz einfach regeln. Wir können einen Rechtsklick machen und über Scale können wir sie größer und kleiner machen. Könnten sie jetzt zum Beispiel ganz groß machen für Monster oder so. Achtet da aber dabei darauf, dass sie natürlich auch entsprechend höher wird. Das löst sich ganz einfach, indem wir hier links über dieses Tool gehen und da haben wir das Scale-Tool drin. Die Y-Achse ist in der Regel die Höhe beim Tabletop-Simulator und da können wir dann einfach eine kleinere Höhe einstellen. Wir können natürlich jetzt auch hierüber noch X- und Z-Achse verändern, um zum Beispiel auch ovale Bases hinzukriegen und ähnliches. So, wir ziehen uns jetzt die Base einfach noch ein zweites Mal rein, denn ich will ja eine kleinere haben für die Zwerge. Und dann schnappen wir uns einfach ein Modell unserer Wahl, zum Beispiel den hier mit dem Gewehr. Wir hovern mit der Maus drüber, dass nur das Modell so weiß umrandet ist und drücken dann STRG C oder wieder Rechtsklick Copy und gehen dann mit der Maus über unsere Base, versuchen so ein bisschen die Mitte anzupeilen und mit STRG V können wir dann diesen Zwerg einfügen. Jetzt steht er schon auf der Base. Wir müssen die natürlich noch ein ganzes Stück kleiner machen. Ja, und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Schon haben wir da ein einzelnes Modell runter. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Zwar können wir jetzt an der Base anpacken und die bewegen und der Zwerg fällt wahrscheinlich nicht runter. Wenn wir aber nur das Modell uns greifen wollten, würden wir es von der Base ziehen. Das heißt, wir müssen jetzt die beiden noch miteinander verbinden. Das geht hier mit dem Attach-Tool. Das sind diese drei blauen Würfel. Und damit könnt ihr jetzt einfach auf die Base zeigen und dann auf das Modell ziehen. Und schon ist das für Tabletop-Simulator zusammengefügt und jetzt ein einzelnes Modell. Ihr könnt das auch andersrum machen, Modell auf Base. Und ihr seht, jetzt kann ich es auch flippen und bewegen. Da hält alles bombenfest. Jo. Dann können wir uns das einfach ein paar Mal kopieren, das ganze Teil. Wieder mit Copy-Paste, ganz einfach. Und schon haben wir jetzt hier eine bunte Truppe Soldaten stehen. Jetzt sind die aufgrund dieses Rasters natürlich alle ein bisschen weit auseinander. Und ich sagte ja schon, für Saga brauchen wir ja auch kein Raster. Deswegen gehen wir einfach jetzt mit einem Rechtsklick auf Toggles und schalten hier Grid aus. Und dann, wenn der Tisch ein Raster hat, halten die Figuren sich aber nicht mehr dran, sondern ihr könnt sie frei verschieben, was natürlich ein bisschen Platz spart. Jo, und schon habt ihr eine tolle 10er-Einheit, zum Beispiel Krieger mit Feuerwaffen. Was die Basegröße angeht, da könnt ihr auch einfach mit F4, das ist das Messtool, mal gucken. Wir haben jetzt hier 1 Zoll, das sollte für Saga ganz hervorragend reichen. Aber auch da sind natürlich noch andere Größen möglich. Könnt ihr euch dann einfach umrechnen und entsprechend anpassen, wie ihr es haben wollt. Einen Tipp möchte ich euch noch geben, den habe ich hier anhand von diesem Krieger mal vorbereitet. Den habe ich nämlich beschriftet mit Krieger. R:1 (1) und K:1 (1.5). Wenn der jetzt zum Beispiel schwere Waffen oder so hätte, hätte ich das jetzt hier auch noch mit eingetragen. Das könnt ihr nämlich über den Rechtsklick einfach machen.
Da habt ihr ein Beschriftungsfeld mit einem Namen, das ist das, was angezeigt wird, wenn ihr mit der Maus drüber hovert, und mit einer Description, also mit einer Beschreibung. Und in die Beschreibung packe ich zum Beispiel Sonderfähigkeiten wie Zähigkeit oder Charisma. Macht jetzt natürlich bei dem Krieger keinen Sinn, aber eben bei größeren Sachen, vor allem bei legendären Einheiten, wo alle Sonderregeln nicht gleich im FF sitzen. So kann man einfach drüber hovern und hat sofort die Werte von dem jeweiligen Modell in der Hand. Ist natürlich ein Vorteil vom Tabletop-Simulator gegenüber dem normalen Tabletop im analogen Bereich. Und warum sollen wir das nicht für uns nutzen? Genau, also das so als Tipp. Schreibt euch die Sachen rein, hilft euch bei der Übersicht, hilft eurem Gegner. Und ja, ist eine ganz gute Sache. So, jetzt haben wir hier mal den einen Trupp. Wir gehen das also nochmal durch. Wir suchen uns ein Modell raus, was wir haben wollen. Zum Beispiel nehmen wir hier mal einfach so einen Zwerg. Steuerung C oder Rechtsklick. Und dann Copy. Dann suchen wir uns die Base. Ich nehme jetzt einfach mal hier die große, weil sie gerade da ist. Mit Steuerung V den Zwerg da wieder drauf. Dann mit Attach das Ganze an die Zwergenfigur ran. Ah, das ist jetzt so schwierig, müsste ich den Kamerawinkel ändern. Dann machen wir das anders. Dann machen wir erstmal die Base kleiner. So. Und dann gehen wir mit Attach da einfach bei. Jawohl, das könnte zum Beispiel unser Kriegsherr sein auf einer etwas größeren Base. Stellen wir mal dahin. Schalten dann über Rechtsklick Toggle das Grid aus. Und so baut ihr euch dann nach und nach eure ganze Armee aus den Modellen zusammen, die ihr haben wollt. Beschriftet die ganzen noch ganz hübsch, so wie den Krieger. Und wenn ihr dann alles habt, dann zieht ihr einfach wie bei einem Strategiespiel auf dem PC einen Rahmen drum, klickt auf Save Object, packt euch das mit einem griffigen Namen irgendwo hin und schon habt ihr eure Armee gesichert. Anschließend ladet ihr euch euren Spieltisch. Zum Beispiel eben den von Saga Ehre der Magie. Ich habe eine etwas modifizierte Variante, das braucht euch aber nicht zu beunruhigen, wenn eure ein bisschen anders aussieht. Ja, und dann geht ihr einfach über die Saved Objects wieder, so wie vorhin ja auch schon mit der Base, und zieht euch hier eure Armee rein. Und dann könnt ihr damit spielen. So, während ich euch nochmal zeige, wie so Armeen aussehen können, wenn sie erstmal ein bisschen gebastelt sind, würde mich nochmal interessieren, welche Workshop-Quellen habt ihr denn noch, um an tolle Miniaturen für Saga Ehre der Magie zu kommen? Ich suche vor allem noch richtig tolle Kreuzfahrerfiguren für Saga Ehre der Kreuzzüge. Ja, packt das mal bitte in die Kommentare, da können wir, glaube ich, alle von partizipieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen und wünsche viel Spaß beim Ausprobieren. Euer Richard. Wenn ihr Bock habt, diesen Kanal etwas zu unterstützen, dann schaut doch mal bei Amazon rein, vielleicht sind diese Shirt-Designs was für euch. Ansonsten findet ihr direkt hier den Abo-Button und das nächste Video, was für euch auch noch interessant sein könnte. Vielen Dank!